Hoppel und der Osterhase. Mama, werde ich immer ein Hase sein? Ja, klar. Du wirst groß und stark, aber du wirst immer ein Hase sein. Manchmal möchte ich gerne ein anderes Tier sein. Ich möchte fliegen können wie die Vögel. Oh ja, das wäre schön. Aber es tut mir leid, mein Sohn. Wir Hasen, wir können nicht fliegen. Aber wir können sehr gut hüpfen und springen. Und wir Hasen können Haken schlagen. Kein anderes Tier kann so gut hüpfen und Haken schlagen wie du. Mama, müssen alle Hasen gleich sein? Ich möchte nicht gleich sein wie die anderen Hasen. Hoppel, du bist nicht gleich wie die anderen Hasen. Schau mal, du hast eine wunderschöne blaue Ohrenspitze. Und jetzt ist dein Fell weiß. Im Sommer wird dein Fell braun, so wie das Fell vom Osterhasen. Hä? Wer ist der Osterhase? Oh, der Osterhase ist ein sehr spezieller Hase. Er kann schneller rennen als der Wind. Und er kann sich sehr gut verstecken, so dass niemand ihn sieht. Der Osterhase ist auch sehr mutig. Er hat keine Angst vor dem Fuchs. Und zu Ostern holt er Eier. Er trägt die Eier nach Hause. Die Eier gehen nicht kaputt. Er dekoriert die Eier und er versteckt die Eier. Und dann können die Kinder die Eier suchen. Oh Mama, ich möchte auch ein Osterhase sein, ruft Hoppel. Dann rennt Hoppel weg. Mama hat gesagt, der Osterhase hat keine Angst vor dem Fuchs. Ich habe auch keine Angst vor dem Fuchs. Der Fuchs ist hier im Baumstamm. Er schläft. Hoppel hüpft daher und denkt, ich habe keine Angst vor dem Fuchs. Ha, wenn Mama mich sehen könnte, ich bin sehr mutig. Doch plötzlich macht der Fuchs die Augen auf. Er macht einen großen Sprung. Der Fuchs hat nicht geschlafen. Schnell hüpft Hoppel weg. Er schlägt ein paar Haken und versteckt sich ganz schnell im Gras. Oh je, Osterhase sein ist nicht einfach. Ich kann nicht so schnell rennen wie der Osterhase. Hoppel kann sich aber gut verstecken. Der Fuchs kann Hoppel nicht finden und geht weg. Hoppel
ist froh und kommt aus dem Versteck, ganz langsam. Plötzlich sieht er einen braunen Hasen. Hallo, bist du der Osterhase? Oh, hallo. Wer ist der Osterhase? Ich bin ein ganz normaler Hase. Oh, weißt du, ich möchte Osterhase spielen. Möchtest du auch Osterhase spielen? Ja, das ist eine gute Idee. Komm, wir gehen zu den Hühnern und fragen nach Eiern. Ich glaube, Eier nach Hause tragen ist nicht so kompliziert. Hallo Hühner, wir möchten bitte Eier haben. Hier hast du ein Ei. Und hier hast du auch ein Ei. Danke, Hühner. Danke, tschüss. Sie tragen die Hühner vor, die Eier vorsichtig nach Hause. Doch plötzlich passiert es. Hoppel stürzt, er stolpert und das Ei geht kaputt. Auch der braune Hase stolpert und das Ei geht kaputt. Oh je, die zwei Hasen kommen traurig nach Hause. Mama aber sagt, schaut mal, wer war hier und hat euch ein Geschenk hier gelassen? Mama, war das der Osterhase? Ja, ich glaube, der Osterhase hat euch ein Ei gebracht, damit ihr es morgen anmalen könnt. Oh, schön! Die beiden Hasen kuscheln sich zusammen ins Gras und schlafen schon bald. Und morgen? Morgen zeigt ihnen Mama, wie sie das Osterei anmalen und dekorieren.